Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Division 2 und ich habe meine Begleitung wieder dabei aus den letzten beiden Folgen. Der irritiert mich. Genau. Der Phil. der irritiert mich gerade wirklich. Was ist das für einer? Ist das ein Bot? Nee, das ist ein Spieler, definitiv. Ja, aber die Frage ist, gut, im Weißen Haus laufen auch Spieler rum, das stimmt wohl, ja. Naja, gut, wir machen mal ein bisschen weiter heute. Also hier ist die öffentliche Hinrichtung wahrscheinlich auf dem Weg. Ich guck gerade, ob er mal toll. Es klingt gerade sehr interessant. Das Outcast-Arbeitslager, würde ich mal. Jo. Spontan. Ich glaube, sonst haben wir eigentlich nicht viel. Genau, wir machen das Outcast-Arbeitslager und dann da sind zwei andere Missionen noch davor. Ja, genau, und diese beiden roten. Ja, warte mal. Ich glaube, wir müssen wieder durchs Weiße Haus durch. Ja, wir müssen. Nee, müssen wir nicht. Moment. Wir müssen auf die andere Seite. Der läuft jetzt mit oder was die ganze Zeit? Das ist nämlich noch einer, der mich für. Ja, soll sie mal machen, so kein Problem. So. Wollen sie helfen? Ja, wir wissen, ob Gruppen weiter aktiv und inaktiv. Und hier sind wieder irgendwelche Gegner, aber ich höre gerade nämlich Schüsse ohne Ende. Oh, kommen wahrscheinlich gleich. Ja. Schön in den Kampf rein. Wahrscheinlich, ja. Aber im Gegensatz zu. Zu Dark Zone sind das nur NPCs. Ah ne, das sind Freunde, okay. Das hätte sein können. Ich bin ein bisschen vom ersten Teil, Echo in der Nähe entdeckt. Ein Echo in der Nähe entdeckt, warte mal. Das müsste, wenn ich richtig im Kopf habe, das da hinten sein, oder? Warte mal, da oben wird irgendwie irgendwas angezeigt auf der Karte. Ah, hier drüben. Du musst nur über den Zaun klettern. Ja, oh, stimmt. Ah. Oh, wieder nicht. Ich spiele wieder zu viele andere Spiele. Ja, ich spiele auch nebenbei ein bisschen Mafia und so, da sind die Steuerungen wieder ein bisschen was anders. Ich glaube, du musst hier über diesen Holzzaun oder was das hier ist. Ja, ich wollte über den Metallzaun, aber der funktioniert nicht. Oh, hier sind wir uns was zum Plündern. Wo ich stehe gerade. Siehst du? Hat sich der Weg schon gelohnt? Ja, ich wurde jetzt nicht genau angezeigt, was es war. Materialien kann man nie genug haben. So, genau. Da. Ein Echo. Dann hören wir uns das mal an. Mann, beschissene Fliegen. Gibt's in der Stadt nicht genug totes Zeug, um die zu unterhalten? Die zeigen dir nur, wie schlimm du stinkst, Bunny. Fliegen finden dich attraktiver als totes Fleisch. Haltet die Fresse, alle beide. Manche von uns arbeiten hier. Du nennst die Wichser im Weißen Haus anstarren, arbeiten? Das ist das Gegenteil von Arbeit. Niemand hat behauptet, dass Überwachung Spaß macht. Also keiner, der halbwegs bei Verstand ist. Bonnie macht's auch keinen Spaß und der ist dumm wie Brot. Haltet alle die Klappe. Das ist ja wie eine Busfahrt mit einer Grundschulklasse. Die haben angefangen. Ich meine es ernst, Bonnie. Bewegung, südliche Rasen. Ist das ein Division Agent? Ja, kann gerade so die Armbanduhr sehen. Galveston, Bonnie, los, findet raus, wo er hingeht. Steckst du mich jetzt echt mit Stinkel-McFliegenfang zusammen? Weniger jammern, mehr Action! Los, los, los! Du bist so witzig! Ja. Jawohl. Zu viel zum Thema. Busfahrt mit der Grundschulklasse, und der hat angefangen. Ah, wir kommen gar nicht darüber. Nicht zurück. Nee, kommen wir nicht. Wird bald jetzt noch wieder. Coole ist, da waren eben Gegnertypen bzw. Weibern und so, das sind ja teilweise Endbosse. Okay. Mir eben gerade erst aufgefallen. Oh, da ist ein Dicker da vorne. Direkt vor uns. Ich bin nicht dick. Schmeiß den Jake mal eine Brandgranate hin, damit er nicht abfahren kann. Und ein Brandgeschütz. So. Jawohl. Sind Handschuhe. Sehr gut. So. Ja, wir kriegen jetzt eh. Kontrollpunkt entdeckt. Ach, da oben ist eine Kiste am Baum. Was? Wo? Hier oben diese Fallschirmkiste. Da können wir einfach mal gegenschießen. Da müsste eigentlich Loot rauskommen, geradeaus durch. Ja, ich seh's. Genau.
Ja, wir kriegen jetzt wahrscheinlich eh wieder stärkere Gegner, weil wir gerade Angstzeit Stufe Totenkopf. Das heißt, sie sind für mich noch zu hoch. Ich bin nämlich gerade erst, ja, wahrscheinlich irgendwann gleich Level 23. Mal gucken, was, wie weit wir es heute in der Aufnahmesession schaffen. Hier laufen sie nämlich schon rum. Die laufen aber hier hinten lang. Die neue Fraktion. Die Ninjas. Die Alliierten rufen. Voilà. So. Verstärkung zu sein. Oh. Gut. Das ist aber tatsächlich nicht die Mission, die ich eigentlich ausgewählt habe. Aber egal, passt schon. Spukhaus. Glaube ich, ist das. Ja, stimmt. Das hey, ich habe angesägt hier. Oh, sogar wieder, ne? Ja, das war. Genau. Moment, ich guck mal gerade. Da war einer mit dem Flammenwerfer, den habe ich aber erwischt. Oder mehr oder weniger mit erwischt. Ich weiß nicht, ob es ihn geht. Aber jetzt explizit durch mich gestorben ist, keine Ahnung. Der Typ oben links muss weg, der lila, ne? Der zieht der. Ja, genau der. Weil der hat die Fahrzeuge losgeschickt. Die sind eigentlich für mich meiner Meinung nach am nervigsten. Oh ja. Weil die einen schön aus der Deckung rausziehen. Ja. Oha, Feuer. Ich glaube, links von dir ist das, oder? Ja, ist das. Ah, ne, das sind, da kommen Besteher gekommen. Wunderbar. Ja. Da ist so ein Granatwerfer bei der Markierung. Wir müssen es beschützen. Verteidigen. Wo kommen wir denn schon? Und wo kommen die denn? Hinter uns. Okay, dann setze ich mich hier hin. Wandschutz aufstellen. So. Ah, da kommen sie schon da hinten. Ja. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ich sehe von hier nichts. Ah, da. So, der ist weg. Probier, ne? Oh, Granate. Ja, nee, Mörsergranate. Nee, es war ein Bulletokokkel. Oh, angenommen. Sehr schön. Und Level 23? Ja. Zugang zum freigeschaltet. So, jetzt mal den ganzen Kram mitnehmen. Den Behälter, den Liedern noch nebenbei gekriegt. Das ist immer gut. So, jetzt können wir kurz mal eben looten. Ich guck mal auf die Uhrzeit. Wir haben genug Zeit heute noch. Also, heute bin ich nicht im Gegensatz zur letzten Aufnahme unter Zeitdruck. Das ist das Gute. Also können wir theoretisch die Folge noch ein Ticken länger ziehen. So. Moment. Ja, hier oben ist der Lootraum. Was? Hier oben ist ein Lootraum. Zu jedem Kontrollpunkt gibt es ja immer einen Lootraum. Okay. Den du dadurch quasi deswegen lohnt sich eigentlich nur Kontrollpunkte wegen den Looträumen. Na, das ist gut. Spukhaus aktueller Bedarf. Und dann kannst du spenden bei dem Officer. Ja, ich habe eh genug Zeugs, also kann der wahrscheinlich gleich genug haben. Warte mal. Wo war der Lootraum? Ja. Okay. Alles. Na gut, das ist Sturmgewehr. Das ja. Und raus. Das Fluffel, die kann ich direkt zerlegen. Rucksack ist immer gut. Hier ist auch ein bisschen was gut. Dann gehen wir, würde ich sagen, danach ins Outfits Arbeitslager. Das sind nämlich auch nur 70 Meter von hier. Genau. So, ich guck mal gerade meinen. Ach, Charakter. Da ist wieder was gedroppt, oder was? Nee. So. Dann guck ich mal meinen Charakter, genau. Den wollte ich eigentlich mal. Ja. Ah, das sind ach, alles 30er Level. Das ist klar. Okay, das ist nicht das, was ich so brauche. Das ist eine. Das kannst du wegtun. Das ist egal. Ja, weg damit.
So, wenn ich Level 30 bin, dann kann ich erstmal schön aufpushen. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir denn vom Rucksack? Was hat ihr denn? Was bringt mir denn hier? Fertigkeitschecken, Gewehrschaden. Gewehrschaden immer gut. Spenden wir hier noch ein bisschen die Erfahrungspunkte. So. 2,8, zack, zack, weg damit. So, dann öffnen wir mal kurz den Behälter, mal gucken, was drin ist. Das ist eine Waffe und ein Ausstattungsobjekt, sagt er mir gerade. Okay, dann bestätigen wir das ganze Ding mal. Mal gucken, was er uns geschickt hat. Die erste Maschinenpistole, Maschinenpistole ist noch stärker. Das ist diese Maschinenpistole auf der 1. Rein theoretisch, ja, aber es ist alles nur so. Ne. Scharfschützgewehr kann weg, Sturmgewehr kann weg, Level 19. So. Was? Ich würde es cool finden, wenn die Gegner, wenn das zum Beispiel ein Scharfschütze ist, dass der auf ein Scharfschützengewehr fallen lässt, dementsprechend. Okay. Na ja, gut, wenn du eher auf die Scharfschützen die Scharfschützen eher magst. Ich kann hier nicht hingehen. Nee, aber dass halt die Gegnertypen dementsprechend auch die Gegner die dementsprechenden Waffen fallen lassen. Ja, das stimmt. Da. Ja. Wenn du dann so guckst, bringst du irgendwie. Einen von den Sprengstofftypen momentan kriegst dann ein LMG und denkst so, hä? Woher? Genau, das ist es. Ich weiß, was du meinst. Okay. Dann bin ich soweit wieder ausgerüstet. Okay. Lup. Wieder runter und weiter geht die Reise. Ich bin hier draußen auch noch am Looten gewesen. Oh Gott. Zack, zack, zack. So. Dann machen wir uns mal auf. Das ist ganz cool, dass die Gegner hier auch einfach wiederkommen und den Kontrollpunkt wieder angreifen und so. Das ist echt cool gemacht. Ja. Dass das so lebendig gestaltet wurde. Das ist echt cool. So, der nächste Teil ist das Outcast-Gefängnis. Einen Zivilisten namens Sam gefangen. Holen Sie ihn da raus und befreien Sie auch alle anderen Gefangenen. Wo ist der Gegner? So, meine Mini-MP. Scharfschütze auf jeden Fall. Ja. Schmeiß mal Brand hoch. Was ist das zu sagen? Ei, 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 ei. Schön rollen. Ich. Ja. Ja, hab ich zumindest mal aus der Brandmunition. Ja, der hab ich aus der Deckung gerade geholt. Also, da könnte was auf dich zukommen. Nee, es war meine Drohne, die gerade angegriffen hat. Das ist Drohne greift an, war meine Drohne. Die Gefangenen. Einer von ihnen wird wissen, wo sie Sam festhalten. Ich habe ihn jetzt quasi mal aus der Deckung gelockt. Ich habe das Spielchen gerade mal umgedreht. Ja, ich arbeite halt viel mit der Drohne, weil so kriegst du Gegner ein bisschen aufgescheucht auch. Ja, genau. Siehst du aus der Deckung raus. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Da oben, ne? So, Drohne, gehen wir mal deinen Job. Oben rechts ist ein Scharfschütze. Gut. Eine
schön in die Flammen rein. Der eine an der Tür ist auch tot. Das sieht oben rechts noch einer. Oh. Da. Da geht jetzt noch die Drohne drauf. Und oben, ganz oben rechts steht auch noch einer. Auf dem Turm. So. Ach, die von da oben auf der Tür. Okay. Ja. Da steht noch einer. Da geht die Drohne jetzt auch wieder drauf. Jawohl. Die Gefangenen befreien. 0 von 2. Gut, dann hole ich mir mal den ersten gerade schon. Der ist nämlich hier in dem Container. Hilfe! Ich bin gefangen! Danke, Agent. Ich ja. Dachte, achso. Mit uns wär's zählen die direkt gerade 2? Nee, ne? Nee. Hier vorne ist der nächste Container. Lass mich gehen. Ich bin... Da komm mal raus. Okay, wenigstens kriegen sie frische Luft. Danke. Unser Gitter. Ja. Ja, das wäre sonst ziemlich blöd gewesen im Container, im geschlossenen Raum. Ohne frische Luft. Na dann, das passt du nicht lange mit. Sie hätten was Besonderes mit ihm vor. Nochmal aufräumen hier drin. Das könnte Sam sein. Suchen Sie weiter. Okay. So, das geht dann da oben weiter. Dann gehen wir mal den Weg, den die Gegner gelaufen sind eben und marschieren uns mal hier rein. So, was ist hier? Dann ist nur die Tür öffnen, weil die alles auf einmal auf orange geht. Mhm. Ich hätte sagen können, dass auch in dem Fass ein bisschen was ist. So, dann nehmen wir hier Munition mal mit. Zack. Ach, du bist da oben rein, okay. Gegner da hinten? Ja, kommen. Tatsache. Oh. So. Das sind Puppen. Ich wollte gerade sagen, wie viele Gegner stehen denn hier? Ja, ne, krass. Das habe ich aber auch gerade bei der ersten hier gerade gedacht. Also Puppen haben irgendwie auch eine Bedeutung. Ich weiß noch nicht welche. Interessantes Objekt entdeckt. Um die umschubsen? Ja, wegschießen kannst du sie. Hier ist was dran. Ist ein, gelegt. Ich habe jetzt 3000 Erfahrungspunkte. Achso, das sind ja genau diese Rede und Kunstwerke. Oha, da unten. Den Wärter besiegen. Oh, hier ist gelb. Das habe ich gar nicht gesehen, die Kiste. Das ist der Endgegner da oben rechts, ne? Ja. Oh ja, Goldener. Und er kommt, und er kommt, und er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich bin auch schon um! Der eine ist schon top. Bleibt aber auch vehement in seiner Deckung da hinten. Ja, das machen viele. Aber seit dem Patch haben sie es ja zum Glück geändert, dass sie nicht mehr auf einen einfach zulaufen. Ohne Sinn und Verstand. Drunter. Jawohl, der ist tot. So, Sam, wo bist du? Geradezu. Oh, geh mal runter. Dann gehe ich mal dahin. Lass den guten Sam mal frei. Da hockt er in der Ecke. Ich hatte mich schon als nächstes Opfer dieser ganzen Situation gesehen. Er hat gut zu essen. Er hat Kartoffeln hier stehen. Dass sie das abgewendet haben. Ja, 2 Kisten Kartoffeln hat er hier stehen. Jawohl, da war wahrscheinlich schälen. Bestimmt keinen Bock mehr jetzt auf Kartoffeln oder Pommes. Und halten Sie sich bereit. Pommes geht immer. Oh, die greifen wieder an. Ja, von wo kommen sie denn? Da hinten. Geben wir diesen gestörten Pissern, was sie verdienen. Achso, das ist Hilfe. Okay, wir haben NPC zur Hilfe, das ist gut. Oh, hat der Schrauben, wo die auf einmal herkommen hier? Hinter uns.
Die Drohne ging ein bisschen auf den Sack. Oh, ja, ich arbeite gerne mit der Drohne halt, weil wie gesagt, die lenkt die Leute ein bisschen, die holt die ein bisschen aus dem Deck. Oh, Alter, ich bin geblendet. Was war das denn gerade? Ja, da oben ist einer mit Pfeil und Bogen. Oben an der blauen Plane. Ah, da hinten, ja, ich seh's gerade. Achtung, der kommt wieder zu dir. Wandgranate so weit schmeißen kann? Ich werf die Granate gerade. Wer war da einer der? Gut. Gut. So. Mit Sam sprechen. Dann läuft gerade weg da unten. Naja, ich hab mich schon gesehen. Naja, jetzt. Mit Kaiser sprechen. Danke, Agent. Wir geben Henry Bescheid und sorgen dafür, dass diese Leute sicher zum Campus zurückkehren. Sehr schön. Abgeschlossen. Mhm. Also fast 74.000 Erfahrungspunkte dafür. Da oben ist gut, das will ich mal holen. Weil gerade, wo sie gerade da geschrieben haben, abgeschlossen oder sowas, das hat mich gerade so ein bisschen an die junge Dame mit dem. Ich komme jetzt gerade nicht auf die. Jess, glaube ich, hieß sie aus. Far Cry 5. Mhm. Mit dem Pfeil und Bogen. Mit der habe ich immer sehr gerne. Mit der habe ich tatsächlich fast die komplette Story als Helfer durchgezogen. Ja, die war cool. Weil die einfach nützlich war. Weil die irgendwie ich bin wirklich. Auf Stealth gegangen und so. Ja, ich bin halt tatsächlich. Ja, gut. Tatsächlich in vielen Spielen tatsächlich auch gerne. Gehe ich mal lieber eher auch ein bisschen Piano rein. Gerade was Far Cry beginnt. Erstmal ein bisschen angucken, was das ist. Und dann irgendwann rein. Oder Step by Step die Gegner wegsnacken. Also so halt mit, genau. Mit Schaufel und so. Schaufel, Spitzhacke und so was. Dann. Ja, ich habe schon ganze Camps weggeschaufelt. Die eine Folge heißt, glaube ich, sogar Vorsicht, Schaufel. Das ist auch so eine ultimative Waffe geworden, diese Schaufel. Ja, wenn die einfach. Ja, du musst die werfen, wenn die trifft, drückt auf den Hals, gut, dann machst du eigentlich da gar nichts mehr. Nee, eben. Warte mal, da war irgendwo noch was, ist da nicht gelb, noch oranges Loot, oranges lila Loot irgendwo noch gewesen? Da oben. Warte mal, das wird mir auf der Karte noch angezeigt. So. Wunderbar. So, die Frage ist, ob wir jetzt noch eine Mission schaffen. Eine kleine Mission zumindest noch. Wir haben jetzt 18 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, um 6 nach haben wir angefangen aufzunehmen. Was meine ich? Dann sind wir bei 20 Minuten. Wenn wir jetzt noch eine kleine Mission mit 10 Minuten finden, wäre das auch nicht weiter tragisch. Dann, wie gesagt, ein bisschen länger machen können wir heute. Ich habe keinen Zeitdruck heute. Ich muss nicht weg oder so. So, haben wir noch irgendwas? Ich würde gern erstmal den Weg nehmen. Das Safehouse holen. Für den Fall einfach das, dass wir den einfach haben. Hier muss irgendwie noch eine Kiste oder so. Nee, Munitionsdings. Aber ich gehe erstmal das Safehouse frei. Das ist schon eingenommen, oder? Nein, nicht für mich. Ich kenne die Gebiete nicht. Ich mach das gerade. Oh, hier sind Gegner. Auch in der Nähe irgendwo. Okay, weil bei mir wird angezeigt, dass du die Gebiete hast. Okay, weil ich habe sie. Warte, warte mal, Moment, ich muss jetzt gerade gucken. Wenn ich jetzt natürlich. Ich gucke jetzt gerade nach. Das ist mir wahrscheinlich wieder falsch an. Nein, habe ich nicht. Weil bei mir steht nämlich, ich muss es noch freischalten. Weil ich kann zum Beispiel keine Schnellreise machen. Ja, das ist natürlich ganz praktisch dann mit Schnellreisen. Ja, deswegen mache ich das jetzt gerade eben kurz, dann hole ich mir das Safe aus. Oh, hier ist eine Territoriumskontrolle bei mir. Ist das quasi das Safehouse oder ist das was anderes? Ne, ist was anderes. Ich gehe gerade rein jetzt, also ich bin jetzt. Ja. So, das Archiv. Muss hoffen, aber. Ein Bevölkerungsregister nach dem Ausbruch. Zivilisten, Vermisste, Knackis. Auch wieder Munitionsfeuer und Rüstung. Da ist doch irgendwas. Gruppenerweiterung aktiviert. So, können wir hier Laufwerk durchsuchen. Neue Mission. Das Gebiet abzusichern wird nicht leicht, aber sie schaffen das. Machen Sie fertig. Shaytech-Behälter erkannt. Shaytech. Ich sagte mal SHD oder SHD. Das ist gut, das ist gut. Das wäre hier einer. Dann hätten wir zumindest die nächsten. Also drei Stück sehe ich gerade so halbwegs. Was heißt halbwegs? 5, 6 Stück sind es, glaube ich, hier in dem Gebiet alleine schon. So, laufen wir mal hin.
Na komm, dann machen wir den Teil noch schnell. Also zumindest. Gucken wir uns das mal an. Bitte mal. Gruppenerweiterung deaktiviert. Komisch, wird echt nicht angezeigt. Wir können aber auch diesen Kontrollpunkt hier machen. Gruppenerweiterung aktiv. Dann machen wir den Kontrollpunkt hier. Gut. Wir stehen eh schon vor der Tür. Territoriumskontrolle. Ich kam, sah und kontrollierte. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Moment. Alter. Leer geschlichen. Ja, dafür gab es auch eine schöne Trophäe noch. Da kommt einfach zu viel zu. WLAN-Heini, tot. Oh, Flamme von rechts. Der Grillmeister ist auch da. Oh, der hat gelbes Zeug gelootet gerade. Oder liegen gedroppt. Ich glaube, das ist nur ein Schlüssel. Ein bisschen verwirrend, dass das das gleiche ist mit Loot. Ja, ich habe ihn schon mitgenommen. Also ich habe ihn jetzt. So. So, haben wir den eingenommen. Der Behälter hier. Also der nächste wäre der JTAG, aber dann machen wir doch jetzt hier einen kleinen Break. Würde ich sagen, haben wir heute auch gut viel getan auf jeden Fall. Definitiv zwei Punkte genommen. Feierlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Okay, Umgebung gesichert, dann nehmen wir das noch mit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kann es sein, dass wir hier weiter noch ein bisschen Nebenzeugs machen. Vielleicht mal gucken, wann wir dann irgendwann mal wieder auf Hauptmission gehen. Ne? Das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Bis dann.